Hallo ihr Lieben, hier ist Jana von Janas Bastelwelt, heute mit einem Videotutorial zu so einem recht einfach gemachten Mini-Album. So sieht jetzt das Cover aus. So das Ganze von innen und die Rückseite. Die Tags sind immer so gemacht, dass man da das Foto einfach hinterschieben kann, noch Platz hat für, was weiß ich, den Ort, das Datum, was auch immer. Gestaltet habe ich das aus den Briefumschlägen, aus den Paper Pumpkins Hits Sonne pur. Da hatte ich ja kürzlich dieses Mini-Album auf meiner Homepage gezeigt, das ich aus den Karten gemacht habe. Ja, und jetzt waren die Briefumschläge übrig, die wollten ja auch noch verbastelt werden. Und da ist dann dieses hier bei rumgekommen. Und da dachte ich mir, ich zeige euch einfach mal, wie ich das gemacht habe. Wir brauchen 4 Umschläge. Also in dem Paper Pumpkin Set sind 8 Umschläge dabei. Deshalb habe ich mich für 4 entschieden. Geht natürlich auch mit mehr. Wer jetzt sagt, das ist mir zu wenig Album sozusagen. So kann ich aber genau 2 Stück aus dem Set machen. Und die werden dann jetzt zusammengesetzt. Und zwar klappe ich mir hier die Lasche raus. Knicke die Lasche einmal so nach hinten. Und steckt das Ganze hier rein. So. Und zwar so weit, wie es geht. Also, dass das hier schön bündig alles abschließt. Nehme mir dann den nächsten Umschlag. Mache das Gleiche. Und mit dem 4. im Bunde genauso. So. Schwupp, schwupp, schwupp. Diese hier habe ich jetzt absichtlich noch hier so rumflabbeln lassen. Die lege ich nachher um das Album rum, damit das auch von hinten richtig schön glatten Rücken hat. Das heißt, das kommt nachher hier so rum und dann da reingesteckt. Das mache ich aber noch nicht jetzt, weil man sieht ja, hier muss man eine zusätzliche Falzlinie dafür ziehen, beziehungsweise so rumknicken. Ich kümmere mich aber da gerne erst um die Innengestaltung durch die Aufleger und das Designerpapier. Wird das Album noch einen Tacken dicker und damit das auch nachher wirklich richtig gut passt. So, jetzt könnte man ja sagen, das Album kann ja wieder auseinanderfallen. Aktuell könnte man es wieder auseinandernehmen. Dadurch, dass wir aber hier die Aufleger aufkleben, klebe ich automatisch auch die Laschen fest. Und das machen wir dann jetzt auch. Ich habe mir das schon zurechtgeschnitten. Schwarz habe ich genommen, weil ich finde das mit den knalligen Farben hier so toll. Und spiegelt natürlich auch hier wieder die Deko-Elemente aus dem Paper Pumpkin Set schön wieder. Jetzt hat das Maß 10,3 x 13,7 cm. Das entspricht hier diesem goldenen Rahmen, wenn ich das jetzt hier drauf lege. Das fand ich jetzt so schön harmonisch, wenn das eben identisch ist. Wenn man jetzt andere Umschläge nimmt und den Rahmen nicht hat, kann man das auch durchaus ein bisschen größer zuschneiden. Dann überklebt man hier auch diese Bereiche von dem Umschlag noch ein bisschen weiter, wobei mich persönlich die jetzt nicht stören. So. Dann habe ich noch Designpapier genommen, 10 x 13,4 cm, auch 4-mal. Ich habe da jetzt zugegebenermaßen ein älteres genommen aus der letzten Celebration, das Bienengoldpapier, weil ich jetzt einfach, ja, das passt jetzt so perfekt zu den Umschlägen. Ich gebe auch zu, meine Restpapiere wollen ja auch mal verbraucht werden, aber für mich war jetzt ausschlaggebend, dass es einfach so perfekt passt. So, und jetzt klebe ich zuerst das Designerpapier auf den Farbkarton. Und dann
klebe ich das wiederum jetzt immer auf die Seite, in die ich auch die Lasche gesteckt habe. Dabei nochmal gucken, ob das noch vernünftig sitzt, also der Umschlag jetzt nicht so ein bisschen wieder rausgezogen hat. Und damit habe ich jetzt hier unten auch Lasche, Umschlag, alles wunderbar miteinander verbunden und muss mir auch keine Sorgen machen, dass das Album wieder auseinanderfällt. Das letzte klebe ich natürlich noch nicht auf, weil mir hier noch meine Lasche fehlt. Da kann ich mich dann jetzt erstmal noch ein bisschen an die Verzierung machen. Ich habe jetzt hier diese Stanzelemente genommen, die bei dem Paper Pumpkin dabei sind. Hier hatte ich mir jetzt unten den Part einfach abgeschnitten. Ist meine Vorderseite. Ich habe das dann hier hingeklebt, die also sozusagen auf die erste Seite. Nur hier unten ein bisschen Kleber. Damit man hier ja noch was hinterstecken kann. Dann gibt es ja auch noch so weitere Tanzelemente wie jetzt diese Sonne. Die habe ich auch einfach mittig geteilt. Und auch hier nur im unteren Bereich, so er denn rauskommen will, ein bisschen Kleber aufgebracht. So, hier habe ich dann jetzt eins von diesen länglichen Labels genommen. Mal gucken, die sind, wie lang sind sie denn? Circa 3 Inch. Schwupps, mittig durchgeteilt. In dem Fall jetzt 1,5 Inch bzw. Zoll. Dann habe ich mir hier die Zitrone geschnappt und die hier so in die Ecke geklebt. Auch wieder so, dass ich dann ein Foto hinterstecken kann. So, auch das Grünzeug habe ich wieder nur in der Ecke geklebt. So. Hier kommt dann jetzt die zweite Hälfte von dem durchteilten Label zum Einsatz und auch die zweite Hälfte der Sonne. Und jetzt, wo ich das soweit alles dekoriert, verziert habe und ähnliches, kann ich hier meinen Umschlag an die Kante legen. Vorsichtig schon mal vorknicken. Und das dann mit dem Falzbein nochmal schön nacharbeiten. Und dann sieht man jetzt, dass das ein richtig schön sauberer Buchrücken wird.
kann das so drüber kleben oder wie bei den anderen. Hier so reinflutschen. Und dann kann hier auch mein letzter Aufleger aufgeklebt werden. Entschuldigt. So, und dann kann ich mich auch schon an die Gestaltung des Covers noch machen. Ich hatte jetzt einen von diesen Aufklebern genommen, hier an die Kante geklebt. Da kann man sich wunderbar an diesen Linien orientieren. So, Ananas, Zitrone und die Blätter. So, also sieht man, ist auch exakt so, ja, von mir ausgetüftelt, dass ein so ein Stanzbogen genau dafür passt. Ja, die sind auch bei dem Set dabei, hier diese selbstklebenden Pailletten. Und die habe ich mir dann einfach hier noch so ein bisschen nach Gutdünken auf dem Cover verteilt. So. Und voilà, so schnell ist so ein Briefumschlag-Mini fertiggestellt. Ich hoffe, euch gefällt meine Idee. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!